Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem mal ganz anderen Projekt auf meinem Kanal. Ich bin auch heute ausnahmsweise mal nicht alleine. Wir spielen heute Keep Talking and Nobody Explodes. Und zwar spiele ich das mit der Yuki Kuran, die auch gerne mal Hallo sagen darf. Hallo. Hallo. Ja, es geht einfach darum, und bei uns passt das eigentlich ganz gut, weil wir können einfach nicht schummeln. Es geht darum, eine Bombe zu entschärfen in Zusammenarbeit, indem man miteinander redet. Das bedeutet, ich, wie ihr seht, hier ist meine Maus, werde die Bombe entschärfen und Yuki muss mir dabei helfen, denn die hat das Handbuch für die Bombe. Ich muss ihr quasi erklären, wie das, was ich hier habe, aussieht. Und sie muss mir dann halt sagen, welche Knöpfe ich zu drücken habe. Aber ich würde sagen, es erklärt sich eigentlich besser, wenn wir anfangen. Öffne mal eben den Ordner. Und wir fangen an mit der ersten Bombe. Bist du soweit? Ja, ich habe auch alles offen. Alles klar. Alles klar. Ich drücke dann mal auf Start. Ja, wir haben, ihr seht, wir haben schon so ein bisschen, wir mussten uns reinfuchsen. Ja, ist nur for my eyes only. Ich bin auch hier, weil sie ist nämlich gar nicht in derselben Stadt wie ich. Von daher können wir gar nicht schummeln. So. Ich bitte um Licht. Alles klar. Womit fangen wir an? Mit Kabel? Wires, genau. Wires. Ich habe insgesamt 6 Kabel. Davon sind 2 rot, 3 weiß und 1 schwarz. Okay, 6 Stück. Wie ist denn deine Seriennummer? Meine Seriennummer? Das Ding hat keine. Die Seriennummer ist 5N0103. Last Digit of Serial Number is Odd. Was heißt nochmal Odd? Odd? Ja. Ich habe einen Translator. Mal gut, dass die Zeit läuft. Es ist... ich und mein Translator. Wir lieben uns. So, Odd bedeutet ungerade. Ungerade. Okay. Und das letzte ist bei dir schwarz. Das letzte ist bei mir schwarz, ja. Okay. Drück mal das dritte. Das dritte. Na? Das dritte. Jawohl, hat geklappt. Ah, okay, gut. So, wir haben jetzt 4 weiße Tasten mit Zeichen drauf. Okay, warte, ja. Da ist einmal ist das Omega-Zeichen? Ja. Dann eine komisch geformte 6. Ja. AE und das Euro-Zeichen mit den beiden Punkten drauf. Moment, also Omega, eine komisch geformte 6, AE und... Das Eurozeichen mit den beiden Dings drauf. Das ist Eurozeichen. Okay, also zuerst die komische 6. Ja. Das Eurozeichen mit den Punkten. Ja. AE. Ja. Und Omega. Wunderbar, wunderbar. Jetzt habe ich hier einen weißen Knopf, da steht Abort drauf. Oh, warte. Zwei Minuten 52. Steht bei dir K drauf? Auf der Bombe? CLR? Warte. Nein. CSR? Was? CLR und NSA. Okay. Was steht drauf? Nochmal? Abort. Der ist weiß und es steht Abort drauf. FRK? Steht bei dir auch FRK drauf? Moment! Ja. Nein, NSA und okay. CLR. Okay. Scheiße, das steht bei mir gar nicht. Oh, verdammt. Weißer Button. Oh, soll ich ihn mal halten? Es ist ja, weiß. Drück einfach mal drauf. Ich hab's, wir haben's! Okay. Wir haben's! Bei mir steht nichts mit einem weißen Button, wo Abort drauf steht. Abort! Abort! Diffused! Wie viel hatten wir noch? Time remaining. 1 Minute 57.
Na bitte. Aber das war einfach mal noch gar nichts. Ich habe übrigens vergessen, den Aufnahmetimer anzustellen. Es sei mir verziehen, aber das kennen meine Zuschauer schon. So, Bombs. Dann machen wir jetzt die Section 2, The Basics. Ja. Something old, something new. Ich drücke einfach mal Start. Ja, ihr Eben. seht, wir haben es schon gespielt, weil wir einfach mal nicht klargekommen sind zeitweise. Und ich muss sagen, ich als Anweisende habe da auch keinen Plan von. Also. So. Yuki geht los. Es sind sechs Wires. Ja. Zwei rot, zwei schwarz, zwei blau. Genau. Okay, Moment. Wie ist deine Seriennummer? Meine Seriennummer ist, Moment, 9x0192. Okay, nein, das ist es auch nicht. Das haben wir auch nicht. Den vierten. Den vierten? Ja. Na, den vierten. Jawohl. Gut, Ach jetzt habe Gott. ich dieses Panel mit, da ist so ein Bildschirm mit der 3 drin, also mit der Zahl drin. Und Ja, warte, ja. warte, warte, warte. Hab ihn, hab ihn. Gut, ich habe die 3 drin stehen. Drück den Knopf also den dritten Knopf. Den dritten Knopf. Das ist eine 4. Ja. So, ich habe eine 1 drin. Drück den Button, der die Zahl 4 anzeigt. Das war der erste Button. Okay. Jetzt habe ich eine 4. Drück wieder einen Knopf mit der Zahl 4. Das war der zweite. Okay. Jetzt habe ich eine 2. Drück den allerersten Knopf. Das ist eine 1. Ja. So, und jetzt habe ich eine 3. Drück den Knopf mit derselben Aufschrift in der Stage vorher gedrückt hast. Also die Taste, also eine Taste, wo 4 draufsteht. Das war falsch. Was? Ja, das war falsch. Den du. Nein, die 1, der 1, eine 1, eine 1. Ach, scheiße. Ich habe eine 2, ich habe eine 2. Den zweiten Button. Das ist eine 3. Okay. Ich habe eine 2. Wieder den Button drücken, den du eben gedrückt hast. Also den zweiten. Das ist eine 1. Den zweiten Knopf, genau. Ja. Ich habe eine 3. Den dritten Knopf. Das ist eine 3. Ich habe eine 4. Denselben Knopf, den du in der Stage 2 gedrückt hast. Moment, das ist der zweite Knopf. War eine 4. Okay. Jetzt habe ich eine 2. Oh, denselben Knopf, den du in Stage 2 gedrückt hast. Moment. Eine Taste mit der Zahl 1 drauf. Okay, alles klar. Ja, ist safe. Ich Okay. habe einen blauen Knopf, wo Press drauf steht. Oh. Moment, 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 Moment. Moment, 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 Moment. Oh, ja. Blauer Knopf. Was steht drauf? Press. 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 Ja. Press. Ich hab. Soll ich ihn mal halten wegen dem. Bitte. Moment, Moment. Hast du mehr als zwei Batterien und steht nur FLK, also ein Label mit FLK auf der Bombe? Nein, ich habe aber mehr als zwei Batterien, aber ich habe SND. SND, okay. Okay, also halt den Knopf and refer to releasing a health button. Der Stripe. Nein, das war's nicht. Der Stripe ist weiß. Der Stripe ist weiß, okay. Du musst ihn drücken, wenn im Countdown irgendwo eine Zahl 1 erscheint. Moment. Ja, wir haben. Ja. Oh! 21 Sekunden und 71. Oha. Oh! Das war jetzt. Oha.
Das war eine sehr, sehr schwere Geburt. 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 Einfach Geburt. Mal. Geburt. Geburt. Lass uns mal nicht. Wir sind nicht krank im Schädel. Wir sind einfach nur. Einfach ganz normale Menschen. Bombenexperten, ja. Richtig Bomben. Wir kommen vom Bombendezernat. Wenn ich da an unser Training gerade denke, wir wären an unserem ersten Tag schon mehrfach in die Luft geflogen. So. Das nächste wäre dann Double Your Money. Ja. Hoppala, habe ich jetzt drauf gedrückt? Ja. Und kann ich Start drücken? Bist du soweit? Ja, von mir aus, ich bin soweit. Alles klar. Yuki ist immer soweit. Sie ist schon soweit, bevor ich überhaupt was gesagt habe. Ein Vollpro quasi. Hey, sehr. So, ich habe die Bombe in der Hand, aber das Licht ist noch nicht an. Ah, jetzt, alles klar. Oh, okay. Scheiße. Okay. Erstes Panel mit Wires. Wires mit Drähte. Es sind insgesamt 6. Ich habe 3 rote, 2 gelbe und einen schwarzen. 3 rot, 2 gelb, einen schwarzen. 3 rote. 3 rote, 2 gelb, ein schwarzer, ja. Ja, ist klar. Nein, das ist auch nicht. Auch nicht den vierten. Den vierten? Ja. Alles klar. Zweites Panel sind auch wieder, sind 6. Ich habe einen gelben, 2 weiße, 2 schwarze und einen blauen. 2 schwarz, einer ist blau. So, Moment. Welcher Drache? Zwei weiße? Ich habe 2 weiße, ja. Okay, den vierten. Den vierten? Ja. Warum ist es hier eigentlich immer der vierte? Es hat geklappt. So, ja. Wir haben die Tasten, die weißen Tasten mit den Zeichen. Ich habe einen Kerzenständer. Ja. Das ist so ein schräges Hashtag. Das Eurozeichen mit den beiden Bommeln obendrauf und AE. Ja. Und AE. Moment. Okay, also zuerst den. Oh, das Eurozeichen mit den Punkten? Ja. Hashtag? Ja. AE? Ja. Und Kerzenständer. Gut, safe. Ich hab das jetzt nochmal. Da ist der Krake mit dem Stock. Ja. Das X mit dem Strich durch. Die komische 6 und TB. Komische 6 und TB. Moment, wo ist. Genau, hier. Die komische 6? Ja. TB? Ja. Krake? Alles klar. Und das X. Ja, ich muss. Oh Gott, ich hab Stress. Ich hab einen gelben Button, wo Press draufsteht. Wenn du drauf drückst, was für eine Farbe? Gelb. Wenn irgendwo eine 5 ist im Countdown, lass los. Nein, das hat nicht gestimmt. Was? Jetzt ist er weiß. Der Streifen? Ja. Wenn irgendwo eine 1 ist in irgendeiner Position. Ja, okay. Ich habe noch einen roten Button, wo Detonate draufsteht. Detonate, Moment. Hast du mehr als eine Batterie? Warte, ich guck. Ich habe hier 2 so eine kleinen Batterien. Okay, dann einfach draufdrücken. Kurz. Alles klar. Ist schon fertig? Ja. Wow. Wow. Wir sind unter Druck. Ich habe das schon öfter gemerkt, wenn ich bei Spielen irgendwo verkackt habe. Unter Druck oder in der Aufnahme ist es mir immer gelungen. Da war ich einfach mal gut. Oder ist es einfach nur gerade gutes Teamplay? Das ist, können sich die Leute einfach mal aus... Hallo? Was? Sind wir kein gutes Team? Ja doch, deswegen sag ich's doch. Ach so, ja. Ist doch gut. Mogel mich nicht voll. Okay. One step up. Oh. Ja. Are you ready? Ja. Okay, alles klar. Start. Oh, 4 Module? 4 Module. Ja, dieser Screen ist for my eyes only, I know. Nur 4 Module? 4 Module. One step. Oh, easy. One step. Ja, easy, sag das nicht so. Easy going.
Okay, Wires zuerst. Ja. 6 Stück. Mhm. 2 schwarze, 3 rote und ein blaues. Moment. Sag mir deine Seriennummer. Meine Seriennummer ist nicht vorhanden. Moment. Ach doch, 7033E3. E3. Den dritten. Den dritten? Ja. 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 Okay, jetzt habe ich hier so ein Feld, da ist oben ein Display, da steht there, also they are. Ah, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Also they are geschrieben. Genau, genau. Oder they are. Ja, nee, they are geschrieben, also they are. Okay. Okay, dann hast du in dem das dritte Feld ganz unten, also ganz unten das Feld auf der linken Seite. Da steht middle. Drück da einfach drauf. Das war falsch. Was? Ja. Sag das mal spaltenweise. Es sind ja okay. 3 Spalten. 2 Spalten. 2 Spalten. Moment. Blank steht jetzt oben. Blank. Moment. Jetzt muss ich gucken. Blank. Genau, also in der zweiten Spalte, zweite Zeile. Zweite Spalte, zweite Zeile. Ich muss jetzt überlegen, weil sind die Spalten von oben nach unten? Die Spalten sind von oben nach unten, genau. Okay, und in der zweiten Spalte die zweite Zeile. Genau. Das ist falsch. Was? Ja, jetzt steht da C. C, Moment. Brauchst du vielleicht die Wörter, die hier draufstehen? Nein. Also, auf der linken Seite, auf der rechten Seite. Ja. Ganz unten. Ja. Draufdrücken. Wir sind explodiert. Warum? Weil ich draufgedrückt habe. Ich habe das gemacht, was du gesagt hast. Ja, und da sieht man's. Wir haben gerade noch angegeben, voll pro. Warte mal. Using the label from step one, push the... Ja, lies dich mal rein. In its corresponding list. Hä? Warte, ich guck selber. Wir machen mal kurz eine Unterbrechung jetzt hier. Wir müssen uns alle reinfummeln. Nein. Ich hab das schon. Das Problem ist, bei mir werden auch diese Spalten so angezeigt, wie du sie siehst. Halt nur, dass bei dir in den Spalten die Wörter drin stehen bei mir eben nicht. Ach so, okay. Und wenn du, wo du there gesagt hast, das war T-H-E-Y. T-H-E-Y, ja. Ja, warte, und da ist bei mir in der ersten Spalte. Warte, ich hab's doch auch gerade. Erste Spalte ganz unten. Ja. Na, also beziehungsweise linke Spalte ganz unten. Ja. Aber du hast jetzt nicht there mit there. Nein, ich hab there. Also sie sind halt nur abgekürzt. Na, wir machen's nochmal, ey, komm. Mann. Wir drücken einfach mal auf retry. Wir kriegen das schon heute noch hin. Das ist, ja. Wir sind gerade 13 Minuten going, Mensch. 13 Minuten ein bisschen. Ah ja. Meine Zuschauer sind Mensch. Schlimmeres gewöhnt. Ja. Also Wires. Ich auch. Ja. 6 Stück. 3 rote. 2 blaue, ja. Ein weißes. 2 blaue, ein weißes. Deine Seriennummer? Meine Seriennummer ist 7K6TJ6. J6. Moment. Sie hat einfach Skills, sie hat's auf den Kopf gelesen, ne? So sieht es einfach aus. Exactly one. Nein. Nein. Das vierte? Ja. Ja. Gut, weiße Tasten. C mit dem Kreis drum. Ja. Das R, wo das Bein fehlt. Ein Stern und das X mit dem Strich. Warte. Zuerst das C. Ja. X. Ja. R und Stern. Ja. Alles klar. So, das, was wir eben hatten, nur steht oben diesmal Lead. Lead. L-E-E-D. Okay, das musst du nämlich dazu sagen, weil es gibt auch Lead mit E. Ja, L-E-E-D. Also das ist, Lead ist
erste Spalte. Sag mal rechts oder linke Spalte, bitte. Linke Spalte. Ja. Ganz unten. Ganz unten. Das ist falsch. Was? Ja. Nein. Based on the display, read the label of a particular button and proceed to step 2. Jetzt steht hier U. U. Moment. Rechte Spalte. Zweiter Knopf. Nein. Warum nicht? Das war der zweite Strike. Warum haben wir da solche Probleme? Was ist da los? Was steht da? Nothing. Also nicht da. Da steht nothing jetzt. Ach so, hast du zufällig ein Wort, wo steht U? Nein. Nicht? Nee. Ich hab wait, what, nothing right? Mit... Nein. Okay. Nein. Mittel? Mittel habe ich. Drück mal Mittel. Wir sind explodiert. Scheiße. Ich find's einfach mal so gut. Das Spiel, das müsst ihr euch echt auch holen. Pass auf, ich lese dir jetzt hier die Regel nochmal vor. Ich lese es gerade selber nochmal. Read the display and use step 1 to determine... Du musst dann aber erstmal den drücken. Warte mal. Hier steht, read the display and use step 1 to determine which button label to read. Using this button label, use step 2, determine which button to push. Was? Ist step 2? Ach ja, hier! Mensch, blätter mal eine Seite weiter. Ja, da habe ich dir gerade Mittel vorgelesen. Bei nothing. So. Und Step Dry? Step Dry. Repeat. Herzlich willkommen mit Step Dry. Ja, yes, Step Dry. Gibt's das auch noch? Step Dry. Ja. Nee. Doch. Nein. Steht drauf. Das steht Step einfach nur. Step Dry. Gibt's ja, nicht. Wir müssen das wiederholen. Bis. Wir machen das jetzt nochmal. So eine. Guck jetzt da, wo die Wörter sind. Ja. Aber. Ja, hab ich doch gerade. Nein, du musst einfach, du, die Stelle ist ja richtig, aber du musst dann halt gucken, wegen den Wörtern. You know? Na, hä? Das ich hab sind, doch das... Das sind doch hier, das muss oben drin stehen. Bei mir, ja. Die dick gedruckten. Und dann musst ja. du mich nach den anderen fragen. Und das, da musst du halt gucken. Du musst halt erstmal vorne gucken, welche Position, und dann auf der anderen Seite mich die Dings abfragen. Wir machen das jetzt nochmal. So. Aha. Sie hat es einfach nicht verstanden. Jesus, ich habe es jetzt. Entschuldigung, dass ihr gerade unsere Diskussion mit anhören musstet, aber das muss auch mal sein. Wir können uns auch gerne die Köpfe einschlagen, gar kein Problem. Mal ein bisschen Action. Wires. 4 Stück. Ja. 2 blau, 1 weiß, 1 schwarz. 1 weiß, 1 schwarz. 4 Wires. Wires. Like Wires in the sky. Ja, ich brauche hier mal eine Anweisung. Ich muss doch gucken. Nein, das ist es auch nicht. Nein, das ist es auch nicht. Spiel nimm den zweiten. Zerstört. Nimm den zweiten. Ja, der ist richtig. So, wir haben wieder die Anzeige mit der Zahl drin. Und den Zahlen drunter. Moment. Ja, nee, warte. Ja. Es ist eine... Es ist eine 2. Den zweiten Knopf. Das ist eine 1. Ja. Ich hab jetzt eine 3. Drück den ersten Knopf. Das ist eine 2. Ja. Ich hab eine 3. Drück den dritten Knopf. Das ist eine 3. Ich hab eine 3. Drück den. Den ersten Knopf. Das ist eine 4. Ja. So, ich habe eine 2. Drück denselben Knopf mit derselben Aufschrift. 2 hat es. Das ist die Zahl Nummer 2. Alles klar, ist safe. So, jetzt haben wir wieder die weißen mit den Zeichen drauf.
Das Ah, ja, warte. Ja. Das A mit dem Henkel. Ah, hä? Ach so, ja. Ein umgedrehtes C mit einem Punkt in der Mitte. Ja. Ein Kreis mit einem Strich unten dran und ein, ja. Sieht auch aus wie ein Blitz, nur dass die Enden so ein bisschen, Ja, okay. Ja? Zuerst das O mit dem Strich. Ja. Blitz. Ja. Nein, das war falsch! Was? Nein, eben nicht. Doch, das sieht auch ein bisschen aus wie ein N, aber vorne und... Ja! Ja, das O war richtig, aber das andere, das geht nicht. Das ich habe Strike gekriegt dafür. Ich habe nur das N da. Ich habe nicht Fragen, kein Problem, aber... Es wird nicht funktionieren. Guck nochmal richtig. Ja. Hab ich. Hier ist das O mit dem Strich. Ja, hab ich. Dann kommt ein AT, das hast du nicht. Dann kommt ein umgedrehtes Y, das hast du. Doch, das habe ich. Du hast mir was von dem Blitz erzählt. Ja, aber ich habe doch dieses umgedrehte Y auch. Ach so, ja, dann drück das mal. Habe ich. Dann das H. Nein, nicht H. Jetzt kommt der Blitz oder das umgedrehte C mit dem Punkt. Ja, drück den Blitz. Alles klar, safe. Jetzt kommt die Kacke mit dem Dreieck. Ach nein. Wir haben 1:30, also. Das kriegen wir hin. Gar kein Problem. Die dritte Linie von unten. Ja. Der dritte von links. Das ist... Moment, dritte Linie von unten. Eins, zwei, drei. Dritte Linie von unten und... Und der dritte von links. Da ist der erste Kreis. Oh, und der dritte von links. Warte, ich find's. Dritte von links, ja? Ja. Und der andere ist erste Reihe, vierter von links. Erste Reihe, vierter von links. Und mein Punkt ist zweite Reihe, erstes Ding. Und, oh mein Gott, und das Dreieck ist zwei unter mir. Okay, also du gehst, Wir müssen uns beeilen. Du gehst rechts. Ja? Hoch. Ja. Rechts. Ja. Rechts. Ja. Runter. Ja. Rechts. Ja. Hoch. Ja. Rechts. Rechts. Ja. Runter. Nee, alles gut. Wir hatten zu wenig Zeit. Wir sind, explodiert. Oh. Wir sind explodiert. Ich hab grad den Weg rausgefunden. Mano. Aber es macht einfach Spaß. Ja, das auf jeden Fall. Ich guck mal eben auf den Timer. Wir haben jetzt ein bisschen über 22 Minuten. Ich habe ja den Timer auch ein bisschen spät angestellt, wie es eigentlich immer so bei mir ist. Darum würde ich sagen, belassen wir es jetzt einfach für den ersten Part dafür. Damit belassen wir es dabei. Ich bin verwirrt. Mein Gehirn ist gerade mit hochgegangen. Ich würde sagen, wir belassen es denn für den ersten Part. Ich bedanke mich bei Yugi, dass sie versucht, mir beizustehen bei meiner wilden Rumklickerei. Sehr gerne. Aber es ich wird hoffe, wir machen noch weitere Parts. Auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall noch was kommen, aber ich möchte halt so viel Skills möchte ich halt meinen Zuschauern für einen Part nicht zutrauen. Darum würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Part wieder, wenn wir mit Yuki wieder spielen. Keep talking and nobody explodes. Bis dahin.